Jo, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder mit Toni. Hi. Toni ist heute wieder zu Besuch und ja, wir wollen uns erstmal beide bei euch bedanken, weil die Folge, die wir vor knapp 2 Monaten, ist das schon her, oder? Ja, ich glaube, ja. Vor knapp 2 Monaten gedreht haben, die ja, war sehr erfolgreich, gab es einen Haufen Feedback auf das Gespräch von Toni und mir. Wir haben ja über den Dämon der Sucht geredet. Heute ist Toni wieder zu Gast und ja, wir wollen heute einfach weiterreden, weiter über unsere Vergangenheit, die ja eine gemeinsame Vergangenheit ist. Wir haben viele Jahre zusammen konsumiert. Es geht hier ja auch um Konsumraum Weißenfels, das kann man ja sagen. Ja. Ja. Und ja, Toni hat auch ein paar Bilder mitgebracht, die werden wir vielleicht nachher mal anschauen, Bilder aus der alten Zeit. Aber als ich eben die Kamera aufgebaut habe, hat mir Toni ja schon wieder was ganz Krasses erzählt. Und zwar, wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge, Toni, ja besprochen, wie dein Kampf gegen Crystal ist. Ja, also mhm. Du hattest ja wieder einen krassen Rückfall gehabt nach mehreren Jahren Cleanheit. Ja. Und bist dann wieder ins Crystal reingerutscht mehrere Jahre und wir haben uns eigentlich jetzt wieder getroffen, weil du ja schon einen Leidensdruck hattest, weil du raus wolltest, weil dich das belastet hat, weil es auch in deine Familie gestreut hat. Ja. Ja. Und du bist jetzt wieder sauber und wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, was braucht es, um vom C wegzukommen, vom C fernzubleiben. Und waren uns aber auch einig, und das sage ich ja auch immer, dass wenn man mal süchtig war, einem C immer wieder begegnen wird. Und das hast du jetzt gerade wieder erzählt, denn C ist dir wieder begegnet. Genau. Erzähl das mal. Also ich war ja zu der Beerdigung. Was für eine Beerdigung? Von meinem Dämon. Von deinem Dämon, also kann man das sagen, was der Dämon war? Mein Dealer. Dein Dealer, ja. Dein Dealer. Um das mal kurz zu sagen, also dein Dealer war Mitte 30. Genau. Kann man so sagen. Ja. Und ist auch am Crystal verstorben. Ja. Muss man so knapp sagen. Ja, das also, war ein schleichender Prozess, aber es ist, es lag daran, sicherlich. Ja, ja. Okay. Hm. Und derjenige ist leider Gottes gestorben und die Beerdigung war wann? Vor einer Woche? Nein, warte, wann war die Beerdigung? Vor einem Monat. Vor einem Monat, ja, okay. Ungefähr. Hm. So. Und dann erzähl mal, was ist da passiert? Na, wir waren zu der Beerdigung und wie zur Beerdigung halt sind, ne? Hm. Wenn man sich danach dann noch, also weil es gab keinen Leichenschmaus von der Person, die Eltern, die ja sind dann für sich gegangen, weil es waren noch sehr viele Jugendliche auf der Beerdigung. Ja, erzähl mal, das interessiert mich jetzt auch immer selber. Wie war denn die Beerdigung? Also die Beerdigung war ohne Eltern? Die Eltern waren schon da, noch Verwandte und Bekannte. Ja. Aber größtenteils der Beerdigung waren alles junge Menschen. Mhm. Die ihn kannten? Die ihn kannten, schon über Jahre oder auch erst seit auch kurzem. Kunden? Sicherlich auch Kunden, ja. Ich kannte auch nicht alle. Mhm. Ich kannte halt nur so eine Handvoll. Ne? Und nach der Beerdigung hieß es dann, weil ich habe dort Leute getroffen, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ne? Die ich auch kenne von früher. Die du auch kennst, genau. Ja. Ne? Den einen habe ich auch gar nicht erkannt. Ne? Ja. Warte, den einen nennen wir jetzt mal, wir nennen den mal Axel. Ja. Der heißt natürlich nicht Axel, aber Axel kenne ich auch. Mhm. Von Axel habe ich noch gehört, dass der vor Jahren dann so krass drauf war, dass er sein Hundefutter aus der Dose gefressen hat. Aber das weißt du jetzt auch nicht. Nee, auf jeden Fall hast du dort Axel wieder getroffen. Ja, genau. Okay. Na, und aber Axel ist auch sehr stabil und hat sich jedenfalls verändert. Ne? Mhm. Wie jeder, der dann irgendwann mal aufhört damit. Man legt an Masse zu, ist ja logisch. Ne? Das fällt mir auch immer auf, also wenn man knallhart Crystal konsumiert hat, jahrelang, ist man halt klapperdürr und hat eigentlich seine Traumfigur, möchte man fast sagen. Ja. Und wenn man dann aufhört mit dem Crystal, dann verschiebt sich das Suchtverhalten eigentlich so, dass man anfängt zu fressen. Kann man das so sagen? Ja, die erste Zeit ja, auf jeden Fall. Man isst enorm viel, ne? Man findet wieder Gefallen dran zu essen, ne? Was man auf Crystal ja nicht macht. Das wissen viele doch, ja nicht. Bei mir war es ja so. Na gut, bei dir war es zum Schluss ja dann. Ja, es war alles Alltag, ne? Also essen, schlafen, ne? Es ging also um es mal noch zu sagen, also für viele Leute, die die erste Folge nicht gesehen haben, also Toni war eigentlich zum Schluss auf einem Level, wo du dir eine Line gelegt hast und bist ins Bett gegangen. Genau. Also es hat ja überhaupt nicht mehr gewirkt. Nee,
Ja, also es war... Also körperlich vielleicht nicht, aber halt im Kopf dann, ne? Also man hat sich dann eingebildet, man ist, ne? Aber das musst du mir mal erklären. Also auf diesem Level war ich zum Beispiel nie, ja? Also du legst... Das kann vielleicht auch sein, dass du... Sorry, dass ich dich unterbreche. Das kann vielleicht sein, dass du aus diesem Level nie warst, weil wo du damals konsumiert hast, war, das muss ich jetzt so sagen, war das Meth viel, viel aggressiver. Früher das Meth? Ja. War stärker? Ja, auf jeden Fall. Ist das so? Ja, ja. Okay, ja. Gut. Weil, also ich kenne das Meth heute gar nicht mehr. Weil es kann nicht sein, dass wenn ich jetzt, auch wenn ich es täglich konsumiere und ich will jetzt nicht sagen, dass ich Schrott konsumiert habe oder Dreck oder... Standard. Ja, Standard. Hm. Aber manchmal war es auch schon richtig finster, ne? Also... Was meinst du mit finster? Na, es hat sich richtig geschoben. Ne? Also, du hast gemerkt, dass du drauf bist. Ne? Aber wie gesagt, ich konnte mich abends hinlegen und schlafen. Ne? Dann bist du ja nicht mehr drauf. Nee, aber wenn ich aber den ganzen Tag ziehe, ne, und dann vorm Schlafengehen ziehe, dann müsste ich ja eigentlich drauf sein, oder? Ja, ich weiß noch, und das sage ich ja in meinen Veranstaltungen auch immer, als wir früher Meth gezogen haben, eine Line. Du warst mindestens 12 Stunden massivst unterwegs. Ja. Also ich sage mal 7 Stunden wirklich ein absolutes Hoch und dann sage ich mal noch 7 Stunden runterkiffen, also dann schön abhängen und Bongs rauchen und Kippen rauchen, saufen. Na, das habe ich halt dann nicht gemacht. Ich habe ja halt nur... Bei deiner zweiten Phase meine ich jetzt. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ja, ja. Ja, früher war das, du warst ja dann auch, die Zerstörtheit war ja auch viel größer. Ne? Natürlich. Ja? Also ich weiß ja, dass, also in meiner Endphase meiner Sucht war es ja so, wenn ich, sage ich mal, Samstag eine kleine gezogen habe, habe ich die ganze Woche darauf folgend gebraucht, um wieder auf Level 0 zu kommen. Ich war ja völlig depressiv. Also vielleicht hat das auch was zu tun gehabt, dass man das mit Cannabis oder mit Kiff so... Absolut. Also ich denke, Mischkonsum ist da auch massiv gefährlich und macht ja total matschig in der Birne. Ja, und das war ich ja nicht. Deswegen war es ja wahrscheinlich auch so schwer, davon wegzukommen. Weißt also, genau, und das muss man jetzt festhalten, dass bei deiner zweiten Crystal-Phase in deinem Leben, kann man ja so sagen, war es ein reiner Crystal-Konsum. Reiner Crystal-Konsum. Das ist auch sehr... Kein Alk, kein Kiff. Eigentlich, ne? Okay. Ja. Nur Zigaretten und Crystal. Ne? Und du warst immer fresh, immer fit, wolltest immer was, du warst immer bereit, irgendwas zu machen, du wolltest immer was machen. Also, zum Beispiel früh um 3 Auto Reifen. Ja, oder Rasenmähen, was weiß ich, mehrere Stunden in der blanken Sonne oder keine Ahnung. Ne? Also du warst mit eben fertig und hast dir das nächste gesucht. Deswegen, erzähl mal so ein bisschen, was hast du gemacht? Also, was fällt dir so spontan ein? Was hast ich hatte immer eine Vision, wenn ich musste irgendwas für die Wohnung bauen oder irgendwas umbauen, Möbel oder was weiß ich. Ne, das war dann meine Mission. Und beim Bauen ist mir schon wieder was Neues eingefallen und dann hast du dich da komplett drin verloren. Ja. Ne, du warst zwar schnell, aber du warst dann auch schnell raus. Ne? Weil du hast abgelenkt wieder von anderen Sachen. Ja. Du verlierst ja dein Ziel eigentlich dann. Ne? Ja. Und das merkst du aber gar nicht. Und du vernachlässigst dadurch alle, ne? Dein ganzes Umfeld. Also das ist deine Frau, deine Kinder. Ja. Ne? Weil du denkst dann, was richte ich sie jetzt so auf? Ich bin jetzt ja schon seit Stunden im Keller, ich muss jetzt ja mein Ding machen, weißt du? So, aber da gehst du dann noch zum Essen, ne? So, dann hast du natürlich vorhin reingezogen, so, dann denkst du, oh scheiße, jetzt kann ich ja noch mal was machen, ne? So, wenn deine Frau dann ins Bett geht, dann wartest du, bis sie eingeschlafen ist und dann bist du wieder runter und hast noch was gemacht. Eigentlich total krank, ne? Ja klar, ist das krank. Aber immer, sag mal so, nicht auf Abklatsch oder verschoben oder verstrahlt. Also immer. So ein ganz straight, ganz geordnet. Ja, genau. Also einen Plan gehabt, ein Konzept gehabt. Ja. Ja, also auch, also ich kenne das ein bisschen. Also zum Beispiel, okay, morgen früh, wenn ich aufstehe, ziehe ich um 8 eine Line. Um 9 mache ich dann das, bis um 12, dann ziehe ich noch eine Line. Genau. Dann mache ich das und das. Ja. Bis um 4 ziehe ich noch eine Line, dann gehe ich dorthin. Also zwischenzeitlich muss man dann nochmal schnell losfahren, sich was besorgen, dann muss man sich wieder was einfallen lassen. Also man teilt eigentlich seinen Tag nach den Lines ein. Ja, kann auf man jeden das Fall. So sagen? Ja. Okay, cool. Und wenn dann mal wirklich der Tag kommt, es kam mir nur noch vor, dass früh keine Line da war, dann stürzt alles zusammen. Erzähl mal, wie war das? Naja, dann hast du da ja noch diesen Flashback, dass du vielleicht noch, wenn du dann früh aufwachst, weil obwohl ich geschlafen habe, war ich dann früh, ich bin aufgestanden, ne, ich bin, sag mal, was weiß ich, wo ich noch woanders gearbeitet habe, wo ich auch Nachtschicht hatte und so oder Spätschicht, ne, bin ich dann um 3 ins Bett und war dann um 6, um 7 schon wieder am Start. Ne? Ja, ich habe 4-5 Stunden Tiefschlaf gehabt. Wirklich Tiefschlaf? Ja. Ja. Und dann, zack, mit immer gingen die Lichter an und dann bin ich los. Ne? Und dann war ich wieder voll da. Das sind aber dann nur so die 1-2 Tage. Und wenn es dann nichts Neues gibt, dann verfällst du dann holt sich dann natürlich der Körper, was er braucht. Klar. Dann, ja, klar.
So, und dann bist du da träge und dann... Dann liegst du nur tagelang auf dem Sofa rum. Ja, du hast da vor. Kommst gar nicht mehr hoch. Absolut. Bist du gereizt? Das weiß ich von früher noch. Extrem gereizt, ne? Bist du auch ein Nervenbündel, ja? Ja, also ja. Alles. Also ich weiß noch, dass eigentlich, wenn ich drauf war, lief eigentlich immer alles. Ja, ja. Bloß wenn du dann runtergekommen bist, wenn du keinen Stoff hattest, dann fing so diese Gereiztheit an, dieses Nervenbündel-Scheiß. Dann hat man auch Sachen gemacht, die einen heute noch belasten, die ich bereue, dass man halt in zwischenmenschlichen Geschichten Leute vom Kopf gestoßen hat. Mhm. Weil man, hast du mir selber mal erzählt, ja, dass du deinen Eltern auch übelst angegangen bist. Ja, ja, ja. Ja, ja. Also, das sind so Sachen, die dir heute auch noch nachgehen. Ja, auf jeden Fall. Also hast du ja auch gesagt, was willst du erzählen, was du deinem Vater gesagt hast, deinen Kopf geschmissen hast? Ich bin froh, wenn ich mal auf deinen Grab tanzen kann. Ja. Ne? Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man das gesagt hat. Und warum hast du das zu ihm gesagt? Aus Nichtigkeiten. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ja. Ja, und da, das ist ja schon ewig her. Da war ich ja komplett auf dem Level, da hatte ich ja komplett Mischkonsum. Ne, meine ersten Phase, wo wir uns. Ne, und da ging es einfach um nichts, was weiß ich, keine Ahnung, dass ich zu spät abends nach Hause gekommen bin, noch aus dem Kühlschrank irgendwas essen und dann ist es komplett eskaliert. Ne. Oder wenn ich hier das ganze Wochenende unterwegs war und bin dann erst Sonntag irgendwann mal nach Hause gekommen und wollte einfach meine Ruhe haben und dann, naja, so war das dann halt damals. Ne. Aber wir waren ja eigentlich stehen geblieben bei dem Ding, dass du. Also das ist Zeug, dass du sagst, das Meth war früher krasser als das heute. Ja, auf jeden Fall. Sagen. Also wir reden von früher, reden wir jetzt von Ende 90er, Anfang 2000. Genau, weil wenn du da irgendwo auf Party warst oder so und hast was gezogen, da hast du vielleicht das Wochenende zwei, drei Lines gezogen und dann warst du sowas von unterwegs, ne? Ja, ja. Hast dazu noch massiv gekifft. Ja, auf jeden Fall. Ne? Ja. Und gesoffen. Und gesoffen, genau. Ja, ja. Und was, und das Zeug, was von heute, ne? Das ist... Ich weiß nicht, ob es damals... Beschreib das mal, ich kenne das Zeug von heute ja nicht. Na, du, wenn du das siehst, der Schmerz ist enorm. Und der Nase tut auch noch weh. Ja, bis hinter den Kopf, da kommen die Tränen. Ja, ja, das kenne ich auch. Bis das mal kurz... Kennst du das auch, dass man hier ins rechte Nasen noch was reinzieht und links kommt die Träne raus? Nee, das weiß ich nicht. Das war bei mir immer so. Okay. Ja, aber okay. Ich habe nochmal hab links und rechts mal gewechselt. Ja, ich muss ja, mein linkes Nasenloch ist total im Arsch eigentlich, weil ich immer so gezogen habe. Na, also, bei mir ist jetzt zur Zeit so, dass, ich will das jetzt nicht gut reden, aber wenn du Dauerkonsument bist, dann hast du keine Erkältung, dann ist deine Nase immer frei. Okay. Weißt du, das ist zwar bescheuert. Wird halt weggeätzt. Ja, alles, genau. Ja. Ne? Und jetzt wache ich manchmal nachts auf und habe eine verstopfte Nase. Ne? Ja, ja. Weil jetzt wieder alles langsam anfängt abzuheilen. Ne? Ja, genau. Weil es jetzt wieder sich zurückbildet, sich wieder reaktiviert, sag ich mal, die Schleimhäute und alles. Ja. Was ja auch gut ist. Ne? Das ist ein gutes Zeichen. Ne? Ja. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch... in meinen Phasen, wo ich sehr viel gezogen habe, waren ja auch mal ab und zu mal ein, zwei Wochen dabei, wo ich nichts gezogen habe. Wo ich zum Beispiel mit meiner Familie im Urlaub war. Ne? Und wenn du dann wieder aus dem Urlaub wiedergekommen bist, hast du vielleicht, also ich habe schon am Ende des Urlaubs habe ich mir gedacht, oh geil, jetzt geht's zu Hause. Da musst du, weißt du, bist du was Krankes, du freust dich eigentlich. Ich kenne das. Weißt du? In die letzten Tage, wo du dort bist, fängst du schon an zu planen. Genau so ist es. Wenn du zurückkommst, Scheiße, ich kenne das alles. Die halbe Stunde Freiraum, die du vielleicht hast, ob du in der halben Stunde es schaffst, zu deinem Dealer zu fahren, das schnell klar zu machen, weil du hast dann nachher noch einen Termin oder musst deine Oma besuchen oder so eine Scheiße. Ja? Nee, wir sind zu Hause angekommen. Das Erste, was ich gesagt habe, ich muss das Auto waschen, weil es von Urlaub dreckig ist und bin dann sofort zu meinem Dealer gefahren. So. Und da dann die erste Line, die hat gescheppert. Aber wie? Und da, das sind so die Phasen gewesen, die kamen vielleicht 5-6 Mal vor. Ja. Da konnte ich dann wirklich mal 1-2 Nächte nicht schlafen. Ja, ja. Nach der Messe, nach 10 Tagen so Cleanheit. Ne? Ja. Und da hatte ich auch das Gefühl, wenn ich da eine gesungen habe, da war ich sowas von daneben. Ja, ja. Da habe ich mir eingebildet, mich guckt hier da an. Das sieht sofort, Paranoia. Weißt du? Sieht sofort, dass ich drauf bin. Ich war da hat's richtig schon. Ne? Und in diese Phase, die habe ich aber gar nicht so wohlempfunden, weißt du wie? Das war too much. Ja, ja, ich kenne das. Ich musste dann erst mal ein paar Tage ziehen. Um es in den Alltag zu integrieren. Bis dann wieder das ging zwar komisch. Wo du dann weißt, früh ziehen, 8 Stunden arbeiten, nach Hause kommen, noch ein bisschen was ziehen, Abendbrot, schlafen und dann wieder von vorne. Genau so ist es. Und wenn das zu sehr scheppert, dann zerreißt es dir den Alltag und dann ist es komplett. Dann hast du auch bist du übermüdet. Ja. Ja. Okay, krass.
Also wie gesagt, ich bin ja noch ein 90er-Jahre-Konsument und Anfang 2000er Meth-Konsument. Das finde ich gerade sehr interessant, dass du sagst, dass das Zeug von damals massiv krasser war. Ja, wahrscheinlich jetzt zu viel reingepanscht. Ist das ja. so? Also du meinst, früher hat man schon reineren Stuff. Auf jeden Fall. Ja? Glaube ich auch. Das war frisch aus der tschechischen Drogenküche. Ja, aber jetzt kommt ja auch viel. Holland kommt viel, glaube ich. Und auch Leipzig. Aus Leipzig, ja. Es wird auch hier gekocht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. In Massen, ja, doch. Also das Meth, was du konsumiert hast in deiner zweiten Phase jetzt? Kam nur aus Leipzig. Oh, krass, okay. Ja. Also da, die Gefahr setzt sich keiner mal aus, dann immer zum Tschechen zu fahren, beim Fidschi-Markt oder so. Ja, ja. Weil da gibt es noch wahrscheinlich den Real-Stoff. Ja, das kommt, es wird alles hier. Pico. Ja. Pico, genau, die sagen ja Pico. Das kam alles aus Leipzig. Ne? Okay, krass. Und in Massen. Ich weiß nicht, in Massen. Also mein Dealer, der verstorben ist, der hat das von jemand anders bezogen und von dem, wen der das hat, keine Ahnung, ob da irgendwelche Rocker-Gruppierungen dahinter stecken. Nehme ich mal an. Was denkst du, wer macht das? Welches Milieu ist das hier? Na bestimmt Hells Angels oder. Also schon Biker? Ja. Biker-Szene? Ja. Denkst du, ja? Ja. Also würdest du schon sagen, ist in deutscher Hand? Crystal Meth Herstellung und Vertrieb? Das weiß ich nicht. Ja, es könnte natürlich auch. Also so tief in die Materie bin ich da nicht. Ja. Ne, weil man sagt ja schon so, also gerade Berlin, Koks sind so Araber, unter ein Dorf geteilt. Hier in Leipzig sind so Albaner, so die Ecke. Okay. Ist ja auch völlig, also ist nicht egal, weil es interessiert mich einfach. Es geht jetzt auch gar nicht darum, das zu werten und irgendwie, irgendwie Schubladen aufzumachen, sondern es ist einfach nur interessant, ja. Also wer hat sich hier welches Business an Land gezogen? Das ist ja der Punkt so, ja. Aber das ist ja auch meine Empfindung immer gewesen, dass, und auch Erfahrung, dass eigentlich, seitdem ich Crystal kannte, das eigentlich nichts mit Ausländern zu tun hatte. Crystal war eigentlich immer so, auch in Weißenfels, wurde es ja im Freundeskreis verdient. Ja. Ja? Ja, also ich weiß noch, wenn wir Koks haben wollten, dann sind wir halt, sag ich mal, naja. Zum Neger? Das darf man jetzt nicht. Okay. Also man kann es ja sagen, zum Asylheim gefahren, genau, Umschlagplatz, das muss man erwähnen. Das ist Koks so. Und Cannabis. Koks und Cannabis lief dort, ja. Aber Crystal kam dort nie her. Nee. Crystal kam aus der deutschen Community. Genau. Muss man sagen. Ja. Das habe ich das auch immer empfunden und auch erlebt. Genau. Und das ist, würdest du sagen, ja bis heute so. Ich meine, weil du, dein Dealer war ja auch Deutscher jetzt. Das ja. Ich meine, wie das jetzt in Weißenfels läuft, das kann ich nicht sagen, weil bis nach Weißenfels bin ich nie gefahren. Was da jetzt abgeht, wo das da jetzt herkommt, sicherlich wird es dort von Deutschen vertrieben, aber welche Leute dahinter stehen, das kann man nicht. Ist ja auch egal. Ja, aber was? Wir sind ja eh vom Thema abgekommen, weil wir waren ja auf der Beerdigung, haben danach. Stimmt, wir wollten ja eigentlich anfänglich sagen, genau. Waren dann noch danach unter den ganzen Jugendlichen, die da waren. Genau, Moment. Also, wir wollen jetzt eigentlich die Geschichte vom Anfang wieder erzählen, dass dir Meth wieder begegnet ist. Genau so ist jetzt es. Jetzt also, bin ich mal ruhig und du erzählst. Also, jetzt so begegnet nicht, aber wir saßen dann halt in irgendeinem Garten, haben dann noch ein Bier getrunken, haben auf unseren verstorbenen Freund, kann man ja auch sagen, das war ein Freund, angestoßen, haben noch ein paar Geschichten erzählt drüber, wo mir auch dann wieder die Tränen kamen. Weil es hat mich auch sehr, sehr mitgenommen, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, ist ein Mensch gestorben, ne? Genau. An dem Dreckszeug. Jung verstorben. Ja, ein, zwei Bier getrunken. Dann gab es noch ein paar kleine Schnäpse dazu, ein paar Kräuter. Und dann habe ich mich mit Axel so wieder unterhalten und habe gefragt, was er so macht und wie es aussieht in seinem Leben. Also Hundefutter ist er nicht mehr. Ich kann es auch nicht glauben. Also, es gibt viele Geschichten, die man erzählt. Du weißt ja, wie Weißenwitz ist. Ne? Also das glaube ich eigentlich. Aber Axel war schon. Also, Axel war schon ganz, war ganz, schon ganz, ganz unten. Ja, ganz, also, ganz das unten, muss man ja schon mal sagen. Und deswegen Respekt. Ja. Also er hat sich wieder voll gefangen und macht doch jetzt wieder seinen Führerschein. Und da habe ich ihn gefragt, wie er sich das so finanziert und so. Ja. Stopp, den Führerschein hat er verloren wegen? Na, auch wegen Substanzmissbrauch. Na genau. Und einen Unfall gebaut, glaube ich. Ah, okay. Ja. Gut, okay. Ja. Und also er muss jetzt durch die MPU scheiße und versucht diese. Nee. Das ist so lange her, da brauchst du keine MPU mehr machen. Ach so, okay. Ja, das ist ja, die Gesetze haben sich verjährt. Ja. Okay. Die haben mehr Glück als wie ich damals. Ne? Okay, ja, scheiße. Ich hatte ja 5 Jahre meinen Führerschein. Aber wir schweifen schon wieder ab. Ja, okay. So, und da hat er dann gesagt, ne, weil arbeitmäßig hat er auch nicht so richtig was gefunden. Ich sag, und da sagt er, er vertickt Meth. Ich sag, wie, du vertickst Meth?
sag, wir sitzen hier auf einer Beerdigung von einem Freund hier, der, ja, das klingt hart, aber es ist halt so, und er nimmt nichts, er verdickt es nur. Glaubst du ihm das? Ich wollte es eigentlich gar nicht glauben, also ich wollte mich gar nicht damit näher befassen. Nee, glaubst du ihm, dass er nur das vertickt und nicht konsumiert? Ja, eigentlich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, ich habe ihn einmal gesehen. Ne? Ja, und da war er nicht drauf? Nein, auf keinen Fall. Okay, ne? Gut, ja. Weil ein jahrelanger Konsument, wie ich und du, also man sieht schon, wenn jemand... Ja, ich habe da auch ganz feine Antennen dafür, ob der drauf ist oder ja, nicht. Ja, genau, okay. Nee, aber dann mehr so auf den Level Bier und Kippe und Schnaps, ne? Mhm. So, er musste dann noch los, er ist dann nicht so lange geblieben wie ich dort, aber das war dann auch, wo ich das dann so gehört habe, und er hat gesagt, ich habe auch was mit, ne? Und da ist wie. Jetzt beschreiben, also als er sagte, ich habe auch was mit. Na, da wurde mir schon innerlich ein bisschen heiß, so, ne? Hast du kurz überlegt? Nee. Nein? Nein, ich habe nicht überlegt, ne. Ich war nur erschüttert, ne? Ja, dass der Mess mit auf die Beerdigung bringt. Na, nicht nur das, sondern dass eigentlich so schnell wieder begegnen kann. Ja. Im Alltag. Ja, ne? Natürlich. Ja. Durch so eine. Durch eine ganz dumme Konstellation. Genau so ist es. Ja. Ne? Weil ich bin ja nicht jetzt hier auf der Suche oder so, weil ich habe ja wirklich damit abgeschlossen, dadurch, dass der Dämon halt gestorben ist, dass ich das Zeug nie wieder anfasse. Ne? Ja. Das ist halt so, das ist, weil wenn ich es wieder machen würde, dann würde ich erstens meiner Familie wehtun, mein Kind. Du und, weißt, was da dran hängt. Ja, und ihn, wisst ihr, ich würde ihn mit den Füßen treten, ne? Weil ich sage immer, er ist nicht umsonst gestorben. Es klingt zwar blöd, aber warum müsste das erst so weit führen? Ja? Wenigstens als warnendes Beispiel könnte er ja. Na, und deswegen. Ja. Ja. Und da war ich dann ein bisschen erschüttert. So, und aber ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe ihn auch nicht gefragt. Ich habe das so wahrgenommen und habe dann meinen Haken drunter gesetzt und habe mir dann, wo er weg war und ich dann auf dem Heimweg war, ne, habe ich mir dann so schon so ein paar Gedanken gemacht. Ich dachte mir, das kann alles nicht wahr sein. Ne. Man kann sich heutzutage so fest eigentlich entschlossen sein oder überzeugt sein und man denkt, man wird nicht damit konfrontiert und dann schwuppsiwupps steht einer vor dir und sagt hier, ne. In dem Moment, wo du es niemals. Nee, hat doch da jetzt nicht ausgepackt. Nee, aber trotzdem, ja. Ne? Also, du gehst zur Beerdigung, um deinen Dealer zu beerdigen, der am Christo verreckt ist. Mhm. Und in dieser Situation begegnet jemand, der Christo in der Tasche hat. Ja. Das ist schon krass. Mhm. Ja, das zeigt natürlich wieder, wie sich die Kreise. Das ist ein schmaler Grat. Das ist ein schmaler Grat. Und wenn man einmal, sage ich mal, die Kanäle dafür hat, wollen die auch immer wieder gefüllt werden. Ja, ne? Ja. Also das geht mir ja auch. Also mir begegnet, also Koks ist mir jetzt häufiger schon wieder begegnet, aber Christel eben nicht, weil ich bin eigentlich da völlig aus der Szene raus, aus der Christel-Szene. Aber Koks ist ja fast... Ich ja zum Glück auch, weil ich habe, ich habe keinen Bezugspunkt mehr zu niemandem. Ne? Die Leute, mit denen ich mich, die ich dort dann immer getroffen habe, die anderen Kunden, ne, ich kenne die zwar, man grüßt sich, ne, aber es ist nicht so, dass ich jetzt mit den Leuten meine Freizeit verbringe. Das habe ich ja früher nicht gemacht. Ne. Man hat sich ja nur dort getroffen und mal gelabert. Ne, so, aber ich konzentriere mich jetzt auf das Wesentliche. Ich konzentriere mich auf mein Leben, ich konzentriere mich auf meine Familie. Es läuft so positiv. Ich war jetzt im Urlaub, es war wunderschön. Ne, es war der schönste Urlaub, den ich bis jetzt je hatte. Ne. Warum? Na, weil ich total klar bin, weil ich total... befreit, du bist befreit in diesen Urlaub gefahren. Ja, genau, ne, ohne Stress. Und es war nicht der Gedanke da, am vorletzten Tag, scheiße, wie kriege ich neues Zeug, wenn ich zurückkomme. Ja, genau. Das war eben weg. Das ist weg, genau. Ja, das ist geil, ja. Scheiße, ich kenne das. Das unterschätzen ja viele, das hat man ja schon mal erwähnt, wie stressig auch so eine Sucht ist. Ja, ja. Wie stressig das ist, dass das so einen Platz einnimmt, dass du ständig planen musst. Ich meine, das war ja beim Opium und bei mir noch viel schlimmer, dass du dann planen musstest, wann kann ich aufhören, weil dann hast du erst mal 4-5 Tage Entzug, wirst du auch körperlich, dann weißt du, okay, da habe ich einen Termin, da geht's nicht, da muss ich ja trotzdem noch 2 Gramm holen und so. Das ist irre, von heute aus betrachtet. Das kann sich in Außenstehender, da kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Ne? Das ist, aber wie gesagt, das ist, was ich mich jetzt, woran ich mich wundere, ist eigentlich, dass, wie ich zurzeit so drauf bin, wie fit ich bin. Ne? Ich bin voller Energie. Ja, klar. Ja? Ich schlafe jetzt nicht länger als früher, ne? Weil ich kann mich an eine Phase erinnern, da wollte ich schon
bevor der Dämon ins Krankenhaus gegangen ist, ne? Wo, da war er dann weg. Aber im Krankenhaus, es gab nichts mehr. Ne? So, das war ja im April. Seitdem bin ich ja safe. Ne? So. Und ich hatte aber vorher schon Urlaub. Ein, zwei Wochen. Ich glaube, Osterurlaub. Also im Osterferien war das, weißt du? Davor. Und da habe ich es versucht, schon aufzuhören. Und das ging gar nicht. Also ich habe es eine Woche versucht. Ich habe die ganze Woche nur geschlafen. Okay. Ich bin voll, verfallen in. Ich bin überhaupt nicht hochgekommen. Lethargisch, also wie gelähmt. Ich habe nur das gemacht, was das Nötigste. Ne? Und ich war dann, wo die Woche Urlaub vorbei war, bin ich dann gescheitert, weil ich habe dann nochmal wieder angefangen, ein paar Tage zu konsumieren. Ne? Und dann ist aber er ins Krankenhaus und dann habe ich mir gedacht, bam, jetzt. Weißt du? Und da war das aber so, ich hatte nichts, ich musste auf Arbeit. Die erste Woche auf Arbeit war die Hölle. Ne? Das hatte ich ja damals schon erzählt in der ersten Folge. Aber nur so schaffst du es. Du musst deinen Körper zwingen, was zu tun, ne? Damit du über diese Phase drüber wegkommst. Wenn du nur denkst, oh, ich lege mich jetzt eine Woche ins Bett und ich schwitze. Ja, das geht. Du musst raus, du musst dich beschäftigen. Ich kenne das, Wenn du nur, ich meine, du liegst im Bett, du schläfst auch die ganze Zeit, ne? Du bist dann aber sowas von am Arsch, dass du aus diesem Loch eigentlich nur wieder rauskommst, indem du was ziehst. Ne? Ja, du bist so weit unten, dass du mit normalen Aktivitäten das gar nicht mehr schaffst. Nee. Sondern du musst. Mir ist schon schwer gefallen, dann mit dem Hund spazieren zu gehen. Ne? Ja. Weil ich absolut keinen. Kein Arsch hoch gekriegt, keinen Antrieb, null. Nee, null. Ah, das ist echt heftig. Ja. Ja. Und ich hatte dann nochmal die in zwei Tage diesen kleinen Pusher, weil ich noch was gezogen habe, bin dann wieder da rausgekommen, wo ich dann so extrem geleiert habe, wie gesagt, ne, die Phase, konnte dann in zwei Tage nicht schlafen. Und dann war das aber so, er ist dann ins Krankenhaus endlich gekommen. Er war dann weg und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss. So. Und dann musste ich aber auf Arbeit und dachte ich mir, fuck, Alter. Und dann habe ich es aber durchgezogen. Und seit dem Tag. Also seitdem er ins Krankenhaus ist? Das war, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich habe mir den Tag auch nicht notiert oder Aber im April war das irgendwann. Ja, es war. Das war dein Ausstieg. Genau. Und kurz danach haben wir uns ja auch gar nicht gesehen, oder? Ja. War das doch davor? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Na gut. Okay, Leute. Das. So viel erstmal dazu, so viel zum zweiten Teil Toni und ich. Toni und ich, wir reden über Sucht. Wird noch viele weitere Teile geben, aber das soll für heute erstmal reichen. Ihr merkt ja, wir kommen hier vom Hundertsten ins Tausendste. Ich denke, euch gefällt die Folge und wir werden natürlich noch viel tiefer in unser beiden Leben eintauchen, in die Zeit auch in Weißenfels, in die Drogenzeit. Und ja, in diesem Sinne verbleibe ich erstmal mit meinem schönen Gruß. Passt auf euch auf und bleibt sauber. Willst du es sagen? Peace out. Peace out. Ciao.